Jetzt das DKB-Tor des Monats wählen und gewinnen. DKB, die Hausbank im Internet. Endlich ist es wieder soweit. Die schönsten, spektakulärsten und verrücktesten Treffer des vergangenen Monats vereint in der Wahl zum DKB-Tor des Monats November. 6 Tore zum Zungeschnalzen. Stimmt für euren Favoriten ab und macht ihn zum Torschützen des Novembers. Tor 1 ist gleich mal eine Meisterleistung. Flach angetäuscht und dann über den Kopf des Torwarts gezaubert. Julius Werber von der SG Saulheim packt beim Gegenstoß ganz tief in die Trickkiste. Hoch, höher, Krötzki. Gegen die HSG Wetzlar füttert der geniale Löwenlenker Andi Schmid seinen Rechtsaußen Patrick Krötzki mit einem besonders gefühlvollen Camperpass. Der bedankt sich auf seine Art, steht eine gefühlte Ewigkeit in der Luft und verwandelt dann ohne Kompromisse. Robert Weber. Ein Name, der für spektakuläre Würfe steht. Auch im November hat der Österreicher seinem Ruf alle Ehre gemacht. Der Heber über den Keeper der TSG Friesenheim. Ein Glanzstück. Dieser Wurf kommt uns doch bekannt vor. Daniel Kästner macht's wie der Torschütze der Vorsaison, Jens Fischer. Aus 8 Metern hinter dem Rücken einfach mal abziehen. Aus der Drehung in den Winkel, Weltklasse. Im Oktober gab Lars Lehnhoff seinem Teamkollegen Torge Johansen noch den entscheidenden Pass zum DKB-Tor des Monats. Dieses Mal ist er selbst nominiert. Sein Direktcamper aus dem Nullwinkel nach unfassbarem Konterpass von Martin Ziemer, Tor 5. Und last but not least, der Wahnsinnsdreher von Marcel Schiller. Aus vollem Lauf abgesprungen, greift er sich den Pass seines Keepers in der Luft und dreht den Ball am chancenlosen Johann Sjöstrand vorbei. Eröffne jetzt dein Konto unter dkb.de/hbl und erhalte dein Lieblingsvereinstrikot als Direktprämie.